9 Uhr morgens in einer Münchner Kita. Anfassen, stapeln, ausprobieren. Kinderspielklassiker. Und gleich daneben die neue Welt. Ein interaktives Tiermemory. Und ein Frosch. Guck, bei uns gibt's auch einen Frosch. Ein normales Kartenmemory haben sie schon auch im Regal. Aber das auf dem Tablet spielen Devin und Hossam lieber. Weil das schwieriger ist. Das andere ist nur ein Spielmemory. Digitale Medien. Seit 2016 arbeitet diese Kita damit im Rahmen einer Münchner Projektstudie. Der Ansatz? Sie gehören zum Alltag, also müssen die Kinder damit umzugehen lernen. Am Anfang, als wir die iPads bekommen haben, war es wirklich so, dass das iPad eigentlich ständig danach gefragt wurde. Jetzt ist eher weniger geworden. Es ist da, es ist einfach ein Spiel wie jedes andere. Integrieren, gezielt fördern. Darin sieht die Sprachbeauftragte der Kita die Chancen digitaler Medien. Was ist da drauf? Eine Sonne. Was tut die? Scheinen. Wir haben auch kleinere Kinder, wir haben auch Integrationskinder, die den Grundwortschatz auch nicht wissen. Das hängt dann aus und dann kann man hingehen und immer auf den Button klicken und dann hört man das Wort nochmal. Und es zeigt sich auch, dass kleinere Kinder, die noch nicht so gut sprechen können, dann das auch wirklich nachsprechen. Die Kita hat sich klare Regeln fürs Digitale gesetzt. Die Kinder dürfen nie ohne Aufsicht damit spielen. Die Tabletzeit müssen sie selbst auf 10 Minuten begrenzen per Sanduhr. Es ist Neuland für alle. Zwei der Erzieherinnen hat die Stadt zu Digitalisierungsberatern ausgebildet. Für das restliche Team gab es Klausurtage. Und auch die Eltern mussten mit ins Boot geholt werden. Mutter kommt gestresst mit Handy in die Einrichtung. Zieh dich an, wir müssen gehen. Und tschüss und raus. Das sind so Sachen, wir hatten 3 Elternnachmittage, das beobachten wir nicht mehr. Das ist eigentlich ganz schön, dass da auch bei den Eltern so ein bisschen eine Sensibilisierung stattgefunden hat. Trotzdem sind die Eltern deutschlandweit verunsichert. Über 50.000 haben eine Petition gegen digitale Kitas unterzeichnet. Aber viele hoffen auch auf Umgangshilfe. Gerade mein kleiner Sohn, der ist erst 2 und der ist sehr, sehr wild immer auf Handys, Tablets. Und so, also der vergisst, der ist ja wie hypnotisiert, wenn er da drauf starrt. Ich bin der ganzen, also den neuen Medien gegenüber sehr kritisch, im Kindergarten, aber man kann sich dem nicht verschließen, dass die da sind und dass die positiv genutzt werden können. Wir kriegen es ja auch zu Hause dann jeden Tag schon mit und ich finde es gut, wenn sie professionell an diese Sachen herangeführt werden. 10:30 inzwischen, Mia und Maria, beide 5, basteln an einem Film über ihre Kita-Gruppe. Die Stadt München will ihr Modellprojekt zu digitalen Kitas fortsetzen. Und auch der Freistaat erprobt inzwischen die digitalen Kitas bayernweit. Chancen und Risiken. Die Studienergebnisse stehen noch aus.